Schlacht von La. Zwischen dem 1. und 3. September 1939 fand die Schlacht von La statt. Es war eine der wichtigsten und blutigsten Schlachten der September-Kampagne. Die polnische Modlin-Armee unter dem Kommando von General Emil Krukowicz-Pszczek-Szymierski trat gegen die deutsche 3. Armee unter dem Kommando von General Georg von Küchler an. Am 1. September begannen die Hauptstreitkräfte der 3. Armee einen Angriff auf Mla. Dieses Gebiet war besonders wichtig, hier führte der kürzeste Weg von Ostpreußen nach Warschau. Dieser Abschnitt war 100 Kilometer lang. Die deutschen Streitkräfte waren fast viermal so zahlreich wie die polnischen. Die Grenzen zu Deutschland sollten durch die 20. Infanteriedivision und der Nowokrudek-Kavalleriebrigade geschützt werden. Die von der Infanteriedivision zu verteidigende Linie war über 20 Kilometer lang. Nach militärischen Anweisungen der Vorkriegszeit sollte eine Infanteriedivision bis zu 6 Kilometer verteidigen. Die verstärkte 21. Infanteriedivision bestand aus über 21.000 Soldaten, während die Deutschen in diesem Abschnitt zwei Infanteriedivisionen und eine Panzerdivision hatten. Die gesamte Modlin-Armee hatte nur 27 Flugzeuge, während der Feind 300 Flugzeuge zur Verfügung hatte, die von der Seite Ostpreußens aus die angreifenden Armeen unterstützen konnten. Die Polen hatten zwei Panzerkompanien, während Deutschland eine ganze Division hatte. Es war die Panzerdivision von General Kempf, die sich auf dem Weg nach Mla befand. Nach polnischen Verteidigungsplänen sollte diese kleine Anzahl von Soldaten bis zur Konzentration der polnischen Reserven entlang der Narew- und Buglinien Widerstand leisten. Es wurde angenommen, dass es einen Tag dauern würde. Unterdessen verteidigten sich polnische Soldaten in der Nähe von Mla 80 Stunden lang. Trotz des enormen militärischen Vorteils konnten die Deutschen diese Position nicht erringen. Entgegen den Erwartungen des deutschen Kommandos brauchten sie 3 Tage, um dieses Hindernis zu überwinden. Die ersten Zusammenstöße endeten mit dem Erfolg der polnischen Truppen. Am 2. September wurde die Intensivierung der Kämpfe in den Bereich des 79. Infanterieregiments verlegt. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag. Sie waren so blutig, dass alle Kommandeure und ihre Stellvertreter von einigen Kompanien starben. Die deutschen Verluste waren auch enorm und beliefen sich auf etwa 2000 Soldaten. Die polnischen Verluste beliefen sich auf ungefähr 900 Soldaten. Der erste Ausbruch im 80. Infanterieregiment fand am Abend des 3. September statt. Den Deutschen gelang es, die polnische Verteidigungslinie durchzubrechen. In der Nacht vom 3. auf den 4. September kam der Befehl des polnischen Kommandos, sich von Mla zurückzuziehen. Ein paar Stunden Kampf würden ausreichen, um die polnischen Truppen zu umzingeln und vollständig zu vernichten. Die Schlacht bei Mla ging in die Geschichte ein als Beispiel für den Mut und das Opfer der polnischen Soldaten. Wir laden Sie ein, unseren historischen Kanal zu abonnieren. Klicken Sie auf das schwarze Pro Patria Poland Team Symbol und abonnieren Sie. Vielen Dank und bis bald.